Der Kater hier, der braucht viel Aufmerksamkeit und er ist ein Auslöser für eine Geschäftsidee. Heute bringen wir den Beweis, dass Katzen-Content auch für LinkedIn taugt. Ja, Spaß beiseite, es geht um Sidepreneurship. Habt ihr bestimmt schon mal gehört? Das ist, wenn ihr neben eurem Vollzeitjob noch nebenbei ein Geschäft aufmacht. On the side eben. Und was Sidepreneurship mit dieser super lieben Katze zu tun hat, schauen wir uns heute an. Habe ich auch schon gesagt, dass ich Katzenhaarallergie habe? In Deutschland werden mehr Unternehmen nebenberuflich gegründet als in Vollzeit. In 2020 waren das gute 60%. Und einer der Gründer ist der Joshua. Sag mal, wie passt das jetzt, deine Katze und ein Businessmodell? Naja, meine Katze, die hat im Prinzip die Idee zu diesem Geschäft gehabt. Es ging alles los, als ich beim ersten Corona-Lockdown ins Homeoffice geschickt wurde und auf einmal einen neuen Arbeitskollegen an der Seite hatte. Und ihr könnt euch vorstellen, mit ihm war es nicht so einfach, gleichzeitig zu arbeiten und eben ihn beschäftigt zu halten. Was hast du da gemacht? Ja, da habe ich ihm erstmal ganz viele Spielsachen bestellt, doch tatsächlich war es so, dass er sich viel mehr für die Kartons begeistert hat, als für die eigentlichen Spielsachen. Also habe ich die alle genommen und eben einen riesigen Spielpalast draus gebaut. So sah quasi unser erster Prototyp aus. Und so sieht das heute aus, ja? Ja, du kannst dir sicher vorstellen, so hat das meiner Frau gar nicht gefallen und meinem Kater hat es aber so gut gefallen, da wollte ich einfach etwas schaffen, was sowohl dem Menschen als eben auch dem Tier gefällt. Und so kam ich dann auf die Idee, schicke Designer-Kartons zu bauen und ihm so seinen Traum zu erfüllen. Jetzt hast du ja sogar ein kleines Unternehmen damit gegründet. Ist das nicht wahnsinnig anstrengend neben der Arbeit? Natürlich muss man viel Zeit investieren, keine Frage. Aber wenn es einem Spaß macht, dann vergeht die Zeit wie im Flug und man nimmt sogar Energie mit aus der Tätigkeit fürs eigene Unternehmen. Was sagt denn da der Arbeitgeber dazu? Tatsächlich war mein Arbeitgeber sehr happy damit sogar, weil im Endeffekt lernt man eine ganze Menge, nimmt neue Perspektiven ein und kann das auch in den neuen Job einbringen. Jetzt wird's spannend. Hast du eine Katzenkistenproduktion in der Garage laufen? Tatsächlich haben wir mal in der Garage angefangen. Bei meinen Eltern in der Heimat, da lagern die ganzen Sachen, die ersten 500. Und dann haben meine Eltern die Pakete verschickt. Und dann bist du irgendwann zu groß geworden, oder? Ja, tatsächlich war es einfach so, dass ich meinen Eltern nicht mehr zumuten konnte, so viele Pakete jeden Tag zu verschicken. Wir haben einfach gar nicht damit gerechnet, dass es so viel wird. Ja, da hast du das alles outgesourced. Sozusagen. Kann ich dir gern unsere Lagerhalle zeigen, wo unter anderem auch seine Produkte gelagert werden. So, das geht auch in die Produktion hier rein. Das macht ja jetzt ein bisschen größeren Eindruck als die Garage von deinen Eltern, oder? Ein bisschen. Guck mal, alles Kittypits hier. Kittypits, 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 Kittypits. Wahnsinn. Habt ihr denn jetzt öfter Nachfragen von Sidepreneuren, Dinge wie diese zu erledigen? Ja, regelmäßig. Also da kommen tagtäglich Anfragen, dafür sind wir bekannt. Was ist denn der Mehrwert, den Sidepreneur von euch erwartet und was ist die häufig gestellte Frage? Ja, das ist heutzutage die automatische Anbindung. Das heißt, der Sidepreneur will sich eigentlich auf sein Produkt und die Weiterentwicklung spezialisieren und auch fokussieren und will, dass Lagerlogistikversand hintendran automatisch läuft und das schaffen wir mit einer automatischen Anbindung. Was ist das jetzt hier? Naja, hier Jürgen, hier wird am Ende aus einem normalen Pappkarton ein neues Katzenhäuschen. Ich sehe, du bist mit so einer riesen Begeisterung dabei und du siehst auch so viel. Kannst du es anderen Sidepreneuren ans Herz legen, ihre Ideen zu verwirklichen? Auf jeden Fall, von ganzem Herzen. Also spätestens, wenn am Ende hier das richtige Produkt rauskommt, das, was du dir überlegt hast, dann bist du einfach nur noch stolz darauf, diesen Schritt gegangen zu machen. Wenn man Spaß an der Sache hat, kann Unternehmertum ganz einfach sein. Was denkt ihr? Seid ihr auch Unternehmer mit Herz on the side?